Hallo, hallo, schönen guten Tag, schönen Sonntag. So, ich möchte mal weiter noch mit den Gartenaufleger, die ich gestern gemacht habe, und mit dieser Pinseltechnik, dieser Bürstentechnik, ne, noch ein bisschen weiter die Teile ausarbeiten. Habt ein bisschen ausprobiert und in so einer Art habe ich das noch weiter koloriert. Ne? Auch mit den Pinseln. Ich habe erstmal versucht, dachte ich, mit Schwämmchen vielleicht so ein bisschen auch noch oder mit diesen Fingeraufsätzen. Ne? Nee, es hat mir dann doch noch mehr gefallen mit den Pinseln. Einfach dezent, leicht drüber gehen und auch die Farben so mischen sich, ne? Leichter, so einfach so ein Hauch wie so Airbrush, ne? So ein Effekt, so ein Sprüheffekt, Airbrushing. Ja. Wie gesagt, das ist ja die Technik und die Idee sind ja von Barbara Gray. Ich gucke da gerne immer ihr zu. Auch die alten Videos hat sie ja auf ihrem Kanal, Clarity Stamp, ne? Ja, und das Resultat gefällt mir gut, ne? Ist schön geworden, finde ich. So ein bisschen im Vergleich, ne? Nicht so leer, ne? So hat so ein Gesamtbild schon bekommen, ne? Weil ich dachte erstmal, mit einem Marker auch kann man ja farblich angepasst auch mit unseren Twin Markers auch den Rand ist auch eine Möglichkeit, werde ich vielleicht mal auch noch nutzen mal, aber diesmal so eine Version und das werde ich mal zeigen, ne? Wie ich das hinbekommen habe. Auch so experimentiert erstmal und diesmal, ne? Nicht so direkt, dass man da erstmal alles falsch macht und dann erstmal dazu zum richtigen Ergebnis kommt. So, und dann mache ich mal noch mal mit der zweiten auch in der rosa Ecke. So. Und ja, habe wieder diese vier Farben rausgeholt, die ich gestern genutzt habe. Und ja, das war jetzt diese Farbe. Und dazu, ja, doch für den Blumenstrauß oder so ein Strauch, ne, Rosen, werde ich auch mal nochmal das Grün nehmen und ja, ich mache es, glaube ich, gleich. Nur die Nuance ist ein bisschen anders. So, als erstes habe ich einfach den Rand gestanzt, ne? Erstmal. Ich zeige mal hier. Sieht man ja bunt. Aber ja, lege ich mal los und lade den Pinsel mal. Und wird immer abgestrichen und von außen so hineingewischt, ne? Dass man nicht zu viel. Und der Rand färbt sich dann, ne? Sieht man dann so eine, ja, hier auch auf dem Papier. Und von außen so, ich führe so entlang des Randes, ne? Nicht hinein, erstmal ins Bild. Und den Pinsel drehe ich auch so ein bisschen, dass man überall die Farbe rausbekommt, erstmal aus den Borsten, ne? So, dann muss man noch laden, klar. Und immer erstmal abstreichen auf dem Papier, dass man nicht zu viel. Ich glaube, ich nehme mir was unter den Finger. So, und dann machen wir erstmal den Rand passend. Also
So, das da. Und auch das schon, ne? Macht schon was aus. Auch so, ich dachte erstmal vielleicht auch so lassen. So eine. Auf dem Weißen, ne? Sieht man es dann schön, dass es schon abhebt sich von der weißen Fläche, ne? So, aber dann habe ich doch noch ein bisschen experimentiert, dachte ich, so ein bisschen so eine Farbe reinbringen. Und dann, oh Mensch, so nehme ich dann mal das Grün. Farben sind egal, das ist schon, hat jeder so seine Lieblinge, ne? Und deswegen, die habe ich jetzt da und mache damit. Und immer erstmal abstreichen, dass nicht zu viel wird. Und dann werde ich so ein bisschen hier, wo es noch nicht rosa ist, einfach so ein bisschen kreisen und leicht so drauf. Und dann gehe ich hinein in den ganzen Strauch, ne, sozusagen. Ja. Und werde dann auch von außen noch ein bisschen dann diese Übergang so ein bisschen machen, aber im Strauß muss ich so ein bisschen noch da stärker machen. Und dann, wenn es schon wenig drauf ist, kann man schon ein bisschen auch so rüber ziehen. Nicht so viel. So, da, ne, habe ich da ein bisschen mit den Borsten schon zu viel und dann hat man einen Fleck, aber ja, nicht schlimm. So, ja, da ist es ein bisschen größer, die Fläche, aber habe ich so ein bisschen schon abgewandelt von dem Gesamtbild bisschen. Und dann nehme ich das Blaue. Da oben auch noch die Fläche noch ein bisschen der so eine blaue So, ja, und das ist dann erstmal noch ein bisschen, oder? Ja, kann man so ein bisschen mit rüberziehen. Da die obere Fläche. Oben, ne? So erstmal so weit. So. Ja, da ist ein Fleck, da kann man vielleicht so ein paar Schmucksteinchen legen drauf. Bin ja auch nicht so geübt. Das ist so ein Versuch. Ja, die dann langsam das alles. Übung macht den Meister, ne? Würde ich so. Das so immer ein bisschen abstreichen und dann werde ich wieder die Flächen nochmal mit dem grundfarbenen Stempel, mit der grundfarbenen Stempel nochmal jetzt betonen, ne? So, dass das. Richtig einen schönen Rand bekommt. Na komm. So. Und dann so ein bisschen noch einmal rum
So, ja. Genau. Das, ne? Warte, ich drück mal rum. Kann man sehen, ein bisschen mehr, ne? Die Farbe ist eben dieses Lila und das war das Rosa. So eine. Ja. Ist ein bisschen unterschiedlich, aber so ähnlich, ne? So. So, und nochmal wollte ich jetzt das zeigen. Ich habe gestern nochmal bei Action mir Bürsten, diese Pinsel geholt. Und in drei Größen. Und guck, jetzt sind die anders, ne? Grüne. Aber gleich auch mit so einem Faden da gebunden, richtig so eine, ja. Ich finde, die sind okay für den Preis, ne? 92, glaube ich, dann 98 und 1,59 oder ja, wenn ich mich nicht täusche. So in dem Preis Bereich, ne, sind die Pinseln. So, ich wollte mal jetzt aufmachen. Habe ich da in der Werkzeugabteilung in bei Action meine ich in wo die Malerartikel sind, ne? Und ja, ich finde, ist okay, das ist die 14. Da gibt es noch auch 16, ne? Aber die groß, zu groß brauche ich nicht für meine Zwecke. Wenn mal flächig gearbeitet wird, ne? Vielleicht auch so, aber ich würde sagen, die reicht aus. Das ist die 14 diesmal. Das ist die 12. Ja, komm, mach ich mal auf. Dachte ich, ich gehe mal hin, weil ist ja so eine Tendenz, ne? Es wird alles teurer oder kommt gar nicht oder was anderes dafür. Und da habe ich mir so überlegt, ich gehe mal rüber und hole mir genug, dass ich für jede Farbnuance vielleicht noch eine aufmache. So, und dann habe ich noch die 10. 14, 12 und die 10 habe ich noch da. Je drei mir geholt. Reicht. Momentan, ich gucke dann. So, und das ist die 10, ne? Die kleinste. Ist weniger vorne. So, ist auch der Stiel dünner, ne? Und so ist es dann gebunden. So eine, mit so einem Baker-Strang, glaube ich, ist es da noch gebunden. Ja. Sogar hier steht eine Markierung 10. Ja. Nox. Ja. Irgendwie so. Ja. Wer vielleicht da auch holen möchte oder weil es gibt auch diese gute. Auf der Seite von, ne, Clarity Stamps, ne? Die verkaufen ja auch durch Amazon und ja, ist jetzt so eine Sache, weiß ich nicht, ob man das jetzt hier leicht kriegt, aber direkt bei denen kann man ja auch bestellen und die haben die auch, die sind ja Qualität, wow, die da verkaufen, ist echt schön, finde ich. So, aber für mich ist erstmal das der Punkt. Habe ich mir jetzt Vorrat geholt. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, und ich habe mir einfach so eine leerstehende Vase, dachte ich, dafür geholt. Und da können sie drinnen stehen. Für die werde ich auch dann, die sind ja schon mit Farbe und da auch mal einfach so. Die kann man auch auswaschen dann. Aber ich werde die nicht waschen, weil die werden eh jene Farbe bestimmt bleiben, sozusagen. Haben mir auch gestern dabei Action die Sticky Notes noch mal geholt. Haftnotizen, ne? Ja, die größte. Der größte Format. 127 mal 75 mm. Naja, ich schau mal. Vielleicht muss ausreichen. Wenn, da kann man auch zwei dann zusammen eben zusammenkleben und zwei dann
zum Schablonen da herstellen oder was abmaskieren. Ne? Werde ich noch weiter mit dem Thema, glaube, gerne arbeiten. Naja, gut, es kommt ja auch diese Weihnachtsthema. Das ist auch so eine schöne Zeit, ne? Dass man da was. Ja, und mit denen da, mit den Blau und Grün. Mal schauen. So, da kann ich wahrscheinlich mit Blau, okay, aber mit Grün muss ich mal überlegen, was ich da eventuell braun, ne? Könnte man da braun oder rot machen, dass da ein bisschen so ein Fleck rot. Bei dem Blauen fange ich mal an. Ist ja wieder so der Rand. Einfach vorsichtig, ja, weil guck mal, die Pinsel, ne, die Borsten, die speichern schon echt sehr gut die Farbe, ne? So, und da hat man so ein, wie so ein Sprüh, wie so ein Airbrush. Effekt nicht so stark, ne? Und das, weil mit den Schwämmchen oder mit diesen Tools, wie heißen die denn zum Wischen? Oh, ich weiß nicht, ich habe sie ja auch, aber ist mir in meiner Meinung zu viel Verbrauch von Farbe, ne? Dass da neben landet. Weil man da immer und dann immer und so hat. Und so kann man da vielleicht, ist nur meine so Meinung. Jeder hat ja mehr Erfahrung, ne? Ich ja nicht. Manches mache ich gar nicht, aber ja, so, guck mal, dann habe ich den Rand schon. Ist auch schön, ne? Auch so. Auch so einfach lassen. Ne? Kann man ja auch eine Karte machen. Sehr dezent, ne? So sehr so pastellig und ruhig gehalten. So, dann mache ich grün. Ja, mit den Pinseln echt. Die sind gut eigentlich. Weil darf man nicht so nicht drücken, ne? Einfach so, dass das einfach nur so berührt das Papier und rausgeholt, mag ich glaube ich gelb, ne, oben, dass da richtig so ein Sonnenuntergang oder so ein Aufgang kann man das dann mit gelb vielleicht noch verstärken, ne, so ein bisschen diese Farben. Ein bisschen Pinsel holen. Ah, da habe ich noch einen, den großen. Egal, der ist ja trocken, hatte ich mal blau gemacht. So, ich muss mal schauen. Mal guck mal, wie stark, ne? Man nimmt ganz bisschen, aber doch. So, und das werde ich da oben vorsichtig von außen nach innen reinkommen. Und so ein bisschen das ganz andere, ne? So.
perfekt. Ja, ändert sich nur das Gelb, aber gar nicht so. Ich glaube, ich möchte doch noch die Mitte so ein bisschen mal verstärken, so ein bisschen aufhellen. Dann mache ich mal ein bisschen Pink rein. Ah, oder ich versau es, oder? Ja. Versuchen wir. Von da und von da so ein bisschen aufhellen. Na, ja, doch, okay. Ja, dass das nicht so. Wieder was anderes. So in der Art. Ja. Ja, das reicht. Nicht zu viel. Aber ja, doch. So war das. Ich wollte mal, ich habe jetzt alle Blätter schon da auf dem Weißen hinlegen. So ein bisschen zeigen, was so geworden ist. Ja. So, und jetzt muss ich noch mal mit dem Blau drumherum, ne? Verstärkt. Also. Okay, gut. So, das was drunter und dann kann man sozusagen schon, ne? Auch sogar so schon auf eine Karte aufbringen, aber auch auf eine Box oder auf ein Album, ne? Da eine Seite gestalten. So, dann habe ich noch eine geblieben, aber so erstmal die drei, ne? Sind drei verschiedene geworden. So. So, noch ein Kopierpapier darunter gelegt. Ja, ich wollte nur jetzt so, kann man sehen, ne? Ist schon echt abgewandelt, ne? Was da so erweitert, der Effekt. Finde ich echt schön. Ja, nur einfach Pinsel, ne? Weil man kann da ganze auch Landschaften machen, damit kreieren. Oder wie es heißt so. Gut. Ja, das so. Das war das Thema weiterverarbeitet, weitergearbeitet, ne? Ja, finde ich schön, mir gefällt es. Es macht Spaß, wirklich. Und nur, sozusagen, ne, mit vier Pinseln. Bürsten sozusagen und eben Stempelfarben, ne? Stückchen Papier, ne? Stempel. Jo. Okay.
So, und Farben kann man ja sich da zusammensetzen, was man so mag, selber. Genau. Dann war es das. Danke fürs Zuschauen und noch schönen Sonntag. Alles Gute. Tschüssi.